Ist gut, Team Buff. Bin ich wieder mal. Nicht, was ich sagen will, mal, heute ist der große Wahlsonntag in Salzburg. Bin ich froh, wenn die Scheiße mal vorbei ist. Erstens. Zweitens, es wird sich nichts ändern. Die Spurzen werden nicht wieder kriegen. Besser gesagt, der Küss. Nicht? Aber ja. Das sind so weiter, es sind so die Besten in Salzburg. Da sind auch heute Spezialisten dabei, nicht die, die am besten stellen können, nicht? Aber ja, das, so wie wir es mit der Racke getan haben, nicht? Die, was anscheinend 240 Millionen Euro an Ort gestohlen hat, nicht? Da sind auch die Sportler und da war der Bürgermeister nicht dabei gewesen, nicht? Wer hat eigentlich in Salzburg noch was zu sagen? Nicht? Also der Bürgermeister und der Landeshauptmann. Nicht? Aber ja, das geht ja noch um 240 Millionen. Nicht? Da wirst du ja nicht streiten dann. Nicht? Und vor allem, wir werden sowieso wieder, was soll ich sagen, ich möchte nicht sagen, bestraft mit der Partei, nicht, weil die Spritzen möchten nicht nach den 12 Stunden. Arbeitstag eigentlich nicht, das sind eh noch die Besten, weil die Alter der Verhalten bis zum Umfallen. Ja, die 65 können die nach dem Häkeln nicht. Ja, die Mindestpension für alle, die kriegt man erst ab 40 nicht, aber 40 Jahre Arbeitsjahre so halt nicht. Aber ja, das ist alles machbar mit der Regierung in Salzburg nicht, wo es alles Unternehmer sind, die haben wir für Arbeit nichts übrig. Ne? Wenn man sich das überlegt, nicht, wird blöd, dass man sein kann, wenn ich jetzt ein Arbeiter bin, dass ich für Schwarze eintritt, nicht mehr Zeit zu machen. Oh ja, scheiß drauf. Und was mir am meisten angeht, da im Radio, jede halbe Stunde hier ist, nein, hey, das Wohltag in Würzburg, in das Wohlen gehen, das Jahr in der Kreuze machen. Und der nicht der Schausburger, der ehemalige oder unser neuer Landeshauptmann nicht, wir sagten, wird Spritz nach Hauptstabilität in Salzburg. Wir gehen nach Stabilität in Stöden. Das kennt ihr am besten nicht. Aber ja. Ich bin einmal froh, wenn die Scheiße vorbei ist. Und das wird dann nicht so. Anscheinend. Totner und der Chimpaf Sportsfilm. Schwarz oder Türkis ist die beste Partei in unserem neuen Messias, was selber noch nie gearbeitet hat, oder selber noch nie 12 Stunden gearbeitet hat. Für Behinderte sagt er sowieso nichts, nicht, weil Behinderte kann man ja ausmerzen, nicht. Das ist ja nachher wurscht. Nicht. Da ist eh mehr oder weniger, so wie es im Zweiten Weltkrieg ist, wieder Behinderte sterilisieren, dass ja nichts passieren kann, dass ja nicht zu viel da sind, nicht, weil sonst musst du der Staat einmal was tun. Das geht aber nicht. Das kostet ja zu viel nicht. Weil Politiker kosten ja nichts, weil ist ja schön, nicht? Und die Herrschaft nicht einmal fähig sind, zu sagen, wie viel das verdienen. Oder wie viel das verdienen. Dürfen nicht. Und eine Mindestpension, nicht das mit 1200 Euro, das wird nicht mehr kommen, leider Gottes. Dann muss ich der Herr Strache und der Herr Kurz nachher noch einführen, dass es Zustand gibt in Österreich nicht. Und Pensionen werden nachher nur mehr mit 70 ausgestellt. Nicht? Aber das geht schon also nicht. Das ist also weiter. Das wird sich eh nichts ändern in Österreich, außer dass die Inseln offen, stöden wie die Rotzen, korrupt sind bis zum Mark und wir dürfen alles zahlen. Und dafür sollen wir Inknochen noch wählen. Ich gehe nicht mehr wählen in Österreich. Mit deren Aussichten, was man da hat, in dem schönen Land, da sehe ich Sport. Und nicht nur die Partei Sport. Sondern sonst auch. Also Spatzen fickt euch ins Knie und die Freiheitlichen genauso.
Die Kleinen wissen ja eh nicht, ob sie jetzt ein Politiker sind oder westliche Gentner.